Bist du nicht fertig, Gilbert? So gut wie. Was soll das heißen? Wie lange brauchst du noch? Fertig. Ich hab's geschafft. Und das ist also, bist du wirklich sicher, dass das funktionieren wird? Tut sicher. Du kannst es gern selbst ausprobieren, wenn du mir nicht glaubst. Verarsch mich nicht, Gilbert. Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Entschuldigung, aber es wird wirklich funktionieren. Ich weiß, was ich tue. Das wäre das erste Mal, aber welche Wahl habe ich schon? Vertrau mir, Enyo. Also gut, heute Nacht erledigst du die Sache. Ich. Natürlich, du. Du sagst doch, dass es funktionieren würde. Also wirst du die Sache auch erledigen, klar? Klar. Ist alles in Ordnung mit euch? Ihr zwei seid so still. War das Training etwa so anstrengend? Nein, das Training war genau richtig. Hör auf, den starken Mann zu spielen, Buck. Ich weiß, dass du genauso erledigt bist wie ich. Du bist nur zu stolz, um es zu zeigen. Pah. Ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Es war eure Entscheidung, mir zu folgen. Und das Training muss so hart sein, damit ihr eines Tages... Nein. Nein, das ist es nicht. Es ist nicht wegen dem Training. Wegen des Trainings. Hä? Es muss wegen des Trainings heißen. Zu eurer Ausbildung wird auch eine korrekte Aussprache gehören. Aber sprich weiter, Rano. Nun, es ist wegen Frostglanz und Sonnenwind. Ich habe mich gefragt, ob es den beiden wohl gut geht. Wir haben nichts mehr von ihnen gehört, seit wir diese Reisenden überlassen haben. Und wir werden auch nie wieder von ihnen hören. Find dich damit ab, Rano. Tu nicht immer so, als würde ich das kallen lassen. Du machst dir auch Sorgen um sie. Hm. Ich meine, du hast ja einfach diesen Leuten überlassen, Wolf. Woher willst du wissen, ob die beiden wirklich nach Hause bringen? Oder ob sie ihnen womöglich... Rano, ich bin schon ziemlich lange in meinem Geschäft tätig. Und ich würde sicherlich nicht mehr leben, wenn ich nicht über eine ausgezeichnete Menschenkenntnis verfügen würde. Glaub mir, diese Männer werden eure Freunde nach Hause bringen. Sonnenwind wird schon bald wieder in den Wäldern seiner Sippe sein und Frostglanz einige Zeit später bei seinem Stamm im hohen Norden. Vertraut mir. Ihr müsst euch keine Sorgen um eure Freunde machen. In Ordnung. Wenn du sagst, dann glaube ich dir auch. Danke, Wolf. Mann, Gott, ist ja naiv. Buck. Ja, schon gut. Es ist schön zu hören, dass sie zwar in Sicherheit sind und vor allem, dass sie in Freiheit sind. Na, also geht doch. Du bist gar nicht so ein Überkerl, wie du immer tust. Nein, ein Überkerl ist Buck wirklich nicht, aber hat nicht ganz Unrecht, damit seine Gefühle zu verbergen. Das wirst auch du noch lernen, Rano. Der Weg, auf den ich euch führen werde, hat wenig Spielraum für Gefühle. Egal, ob es sich um Freundschaft, Liebe oder Hass handelt. Es ist wichtig, dass ihr tut, was getan werden muss, ohne euch von moralischen oder persönlichen Gründen irritieren zu lassen. Ich verstehe. Aber ist die Moral nicht genau das, was uns von den Sklavenhaltern unterscheidet? Moral ist eine Schwäche. Sie ist eine Schwäche, die von anderen schamlos ausgenutzt wird. Darum musst du sie vergessen. Nur so kannst du gegen Monster wie die, die uns gefangen gehalten haben, bestehen. Die verstehen auch keine Gnade. Und ihr Mangel an Moral ist es, der sie gefährlich macht. Das stimmt, Buck. Aber auch du musst vorsichtig sein. Wo Rano von seiner Moral zurückgehalten wird, ist es bei dir der Hass und der Wunsch nach Rache, der dich vom Weg abbringen könnte. Ich bilde dich nicht zum Rächer aus. Vergiss das nie. Verstanden. Das hoffe ich, Buck. Rano, hast du es auch verstanden? Ja, ich denke schon. Gut. Die Sonne ist schon fast untergegangen. Zeit für euch ins Bett zu gehen. Sobald der Morgen dämmert, geht euer Training weiter. Bis dahin solltet ihr ausgeruht sein. Schlaf gut, Jungs. Gute Nacht, Wolf. Gute Nacht, Wolf. Aha. Was hat der kleine Schlingel jetzt wieder vor? Damit bekommt das Pflaumenmus erst den richtigen Pep. Fünfundsechzigster Schultag. Wie sieht's bei dir aus, Adario? Bist du bald fertig? Ich will zum Frühstück. Ich bin auch schon soweit. Warum drängelst du heute eigentlich so? Hast du gestern Abend nicht genug gegessen oder warum hast du jetzt so einen Hunger? Das hat keinen richtigen Grund. Ich habe eben Hunger und wir müssen ja auch nicht schlecht die Letzten sein. Als ob das meine Schuld wäre. Außerdem sind wir das gar nicht. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Leg doch nicht immer alles gleich auf die Goldwaage, du Mimöschen. Außerdem hast du gestern noch selbst gesagt, dass du dich auf den heutigen Tag freuen würdest. Das Thema von Magistra Eitenwatter würde dich so interessieren. Das tut es ja auch, aber deswegen muss ich doch nicht gleich früh morgen zum Frühstück rennen, wie vom Skorpion gestochen. Du und Rennen, da lachen ja die Hühner. Doof, Mann. Ach komm schon, Adario. Körperliche Aktivitäten sind nun mal nicht so deins. Ist doch nichts Schlimmes dran.
Ja, immerhin vergesse ich nicht, meine Hose zu schnüren. Ups. Besser, viel besser. Nur gut, dass ich nicht so in die Speise gegangen bin. Das hätte ja ein Gelächter gegeben. Ja, aber sonst warum ihr hätte die Situation schamlos ausgenutzt. Es ist vielleicht doch ganz gut, einen Freund zu haben, der nicht immer der Schnellste ist. Ja, so hin und wieder ist das mal ganz nützlich. Wollen wir los? Ich bin bereit. Auf in den Speisesaal. Dann lasst uns gehen. So. Ich soll nicht überlegen. Ich glaube, seitwärts kommen wir dann schneller. Ne, kommen wir nicht. Ich kann mich schon gar nicht mehr merken, wo diese Abkürzungen sind. Aber egal. So, auf jeden Fall in die nächste Etage und dann sind wir auch schon da. Wow, wir sind die Ersten. Na, wer hätte das gedacht? Komm schon, Spaßbremse, sitzen wir uns. Mann, ich liebe diese Freitage. Will noch jemand was von dir, Flaumus? Oh Gott. Ja, ich fürchte, diese Pflaumenmüße, Muße, genau, was ist eigentlich die, was ist eigentlich Plural von Mus? Das ist, ich kann mich nicht erinnern, mal Plural von Mus gehört zu haben. Pflaumen, Muse, Muße, Möse, was? Nein, keine Ahnung. Wie war der Flaumus an sich, der hat's in sich. Ja. Ne, hat wahrscheinlich, sagen wir mal, Dünnpfiff-Potenzial. Nein, verdammt. Niemand will dein dämliches Flaumus, Felix. Felix, du hast doch noch zwei Scheiben mit Mus vor dir liegen. Ja, ich will ja auch nur sicher gehen, dass mir das niemand weg ist. Das wird mir sicher nicht passieren. Mir graut vor diesem furchtbaren Zeug. Keine Ahnung, ich war auch nie so ein Fan von Flaumus. Mir auch, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich daran denke, dann bekomme ich eine Gänsehaut. Nicht verwunderlich, du bist ja auch ein sehr zartes Pflänzchen, mein süßer Kevin. Was soll das schon wieder heißen, als ob du das Zeug mögen würdest? Natürlich mag ich auch kein Flaumus, aber stell mich dabei halt nicht an wie ein Na, wie du eben. Au! Oh, entschuldige bitte, Bo, war das etwa dein zartes Füßchen? Penner! Und ich dachte immer, so ein echter Mann wie du ließe sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Ja, Kind, Adari, ihr wollt auch kein Flaumus mehr, oder? Felix, ich glaube, ich spreche für jeden von uns, wenn ich sage, das Flaumus gehört ganz und gar dir. Du bist offenbar wirklich der einzige Mensch im ganzen schwarzen Zweig, der das Zeug mag. Ich glaube, selbst die Spinner mögen das Zeug nicht. Oh, dann hast du den Falschen erwischt. Dieses Pflaumenmus ist wirklich köstlich, nicht wahr, Gilbert? Köstlich. Und so überaus gut für die Verdauung. Verdauung. Achso, okay. Ich dachte, jetzt sagt der Gilbert einfach Verdauung. Habt ihr zwar irgendwas Falsches geraucht? Seit wann fresst ihr denn dieses ekelhafte Zeug? Enyo hat nicht ganz Unrecht mit seiner Aussage, Lisa. Wenn du dich nur etwas mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen würdest, dann wüsstest du, dass Pflaumenmus sehr hilfreich ist, wenn man Probleme beim täglichen Stu... Mit sowas hatte ich noch nie Probleme, weil ich mich anständig ernähre und nicht nur diesen Gemüsescheiß in mich reinstopfe. Also du... Henna, würdest du mir bitte den Honig reichen? Hm, klar, gerne doch. Oh, danke. Reichst du ihn weiter, Lisa? Klar. Von dem Honig würde ich anschließend auch gerne noch was nehmen, Lucila. Klar doch. Nicht doch, lieber. Was von diesem tollen Pflaumus, Kumpel? Tolles Pflaumus. Nee, danke, lass mal. Das ist nicht so mein Ding. Aber lasst es euch ruhig schmecken. Werden wir, will, werden wir. Ich bin gespannt auf die Nachbesprechung in der ersten Stunde. Ob wir wohl genau durchgehen, was wir im Raum der Illusion richtig und falsch gemacht haben? Das will ich doch wohl hoffen. Denn ich war mit unserem Ergebnis sehr unzufrieden und ich weiß, dass es meine Schuld war. Wieso? So schlecht wart ihr doch gar nicht. Ihr habt den Beschwörer doch erledigt. Wollte ich auch gerade sagen. Trotzdem hätten wir besser sein können. Ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, sich noch zu verbessern. Doch das heißt nicht, dass man mit seiner eigenen Leistung unzufrieden sein muss. Oh nein! Irgendwas mit Seitenhieb auf jeden Fall. Nein, nein, so habe ich es noch gar nicht gemeint. Lass gut sein, Adario.
Bo ist nur sauer, weil seine Gruppe es nicht geschafft hat. Ärger tue ich mich darüber auch, aber das ist in meinen Augen auch kein Weltuntergang. Oder wie siehst du das, Felix? Nicht so anscheinend. Ist alles in Ordnung mit dir? Nee, nicht so ganz, glaube ich. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Das kommt davon, wenn man so viel von diesem Zeug in sich reinstopft. Tja, aber ich glaube, es hat wohl nicht die ganze Richtung erwischt, oder? Oh Mann, ich muss... Jetzt steht da wirklich kacken, oh Gott. Ich muss kacken, wenn ich nicht ganz schnell aufs Klo komme, dann war's das. Was? Oh Gott. Das ist ja mal eine sehr interessante in dem Quest. Rechtzeitig auf... Ich muss sagen, ich bin jetzt echt gespannt, was passiert, wenn man jetzt es nicht rechtzeitig auf die Toilette schafft. Verdammt nochmal, ich weiß noch nicht, wo die Toilette ist. Nein, nicht dahin. Ja, Hilfe, wo ist mein Zimmer? Hilfe. Nein, nicht dahin. Ja, jetzt sag doch mal was. Schnell. Nein, da geht's doch wieder in den Flur. Nein, nicht dahin. Ist ein Game Over, oder was? Oh, was ist denn das hier? Achtung, Akademik bei der Arbeit. Oh, das ist ja interessant. Warte mal, kann ich nicht da... Nein! Echt? Game Over? Ach du Scheiße. Oh. Oh nein, jetzt habe ich jetzt echt auf neues Spiel gedrückt. Oh, das gibt's doch nicht. Ja gut. Ja, ich werde gleich nochmal neu laden. Aber, ich muss sagen, das ist echt eine sehr spezielle und besondere Nebenquest gewesen. So, was zum Titel erstmal. Das heißt, er ist gestorben oder was? Weil das scheint ja Game Over. Ne, hätte ja sein können, dass er dann einfach irgendwie... Naja. Die Hose gemacht hat und es hätte dann irgendwie Auswirkungen gehabt auf den weiteren Zeugverlauf. Also hier kommt es jetzt tatsächlich darauf an, dass man es richtig auf Toilette schafft. Oh Mann, ja gut, aber ich denke, ich weiß dann schon wo, ungefähr. Irgendein Zimmer wird es schon sein. Ja, aber welches Zimmer ist es denn? Jetzt sag doch mal. Na, da geht es ja eh nur wieder in den Flur. Ja, aber... Irgendwo wohnt er doch. Ja, da kann er ja nicht hin. Ich check den Typen gerade nicht. Oh! Ich verstehe schon, auf Dixie-Klo da draußen, nicht wahr? Nein! Komm schon! Oh nein! Okay, aber ich weiß dann schon, wo lang, alles klar. Ja, dann dann das Ganze nochmal. So, dann sprinten wir mal schnell zum Klo. Ja, aber das ist schon eine sehr interessante Quelle auf jeden Fall. Ja! Oh mein Gott. Oh Mann, gerade noch rechtzeitig. Hey Mann, hier ist besetzt, Rüttel bringt da nichts. Hey, geht's noch? Hallo, kleiner Stinker. Kleiner Stinker. Was wollt ihr denn hier? Mal ganz in Ruhe mit dir reden. Mit dir reden. Oh, dann hat es anscheinend doch die richtige erwischt. Macht, dass ihr rauskommt. Boah, das gibt nichts Schlimmeres für mich. Ich habe das tatsächlich ein einziges Mal in meinem Leben erlebt. da war ich aber noch relativ... Jung, ja, okay, ich war jetzt kein Kind mehr, aber ich war aber auch noch kein Jugendlicher, so ein Zwitterwesen, ne? Irgendwas dazwischen. So 13, 14 Jahre alt halt. Da war ich auch irgendwie auf der Toilette und bei den Gästen oder so, ne? Da waren wir mal irgendwo auf dem Geburtstag und das Problem war, da war kein Schlüssel und
Die Tür war leider auch zu weit entfernt, um sie dann eventuell festzuhalten, falls einer reinkommt. Ja, das war irgendwie so ein großes Problem. Ja, klar, ich hätte jemanden fragen können, ob der da irgendwie Wache steht oder so. Aber ich habe gedacht, na komm, riskierst du es mal einmal, ne? In der Hoffnung, dass keiner kommt, weil ich hatte tatsächlich auch schon damals da in der Wohnung das immer gemacht und da hatte ich da immer Glück. Ich brauchte jetzt auch nie, eigentlich weiß ich lange für und ja. Aber irgendwann war es dann soweit und dann kam jemand da rein. Und normalerweise geht man dann schnell wieder raus, ne? Aber der Typ, der ist dann einfach da geblieben, hat sich da erstmal in Ruhe so Hände gewaschen und so. Und ich habe gesagt, nee, kann doch nicht wahr sein. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn man da mitten am Klo sitzt und da ist einer noch bei dir im Raum. Ich kann dann einfach nicht. Also, ne? Weder urinieren noch Stuhlgang. Stuhlgang ist besonders nicht. Das ist, oh, das ist eines der unangenehmsten Sachen, die es gibt. Das ist echt. Oh Mann. Und jetzt sitze ich hier noch so zwei drin. Das ist. Oh Gott, ist das furchtbar. ich weiß genau, wie er sich jetzt fühlt. Jetzt mal nicht so hektisch, Stinker. Bevor wir gehen, haben wir nämlich was mit diesem Reden verstanden. Bereden? Kann das nicht warten? Genau. Und du hättest gut daran, ganz genau hinzuhören, denn sonst könnte dir was Schlimmes passieren. Als Dünnschiss. Als Dünnschiss. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Echo wieder. Kann das sein? Nachmittag des 65. Schultags. Eure Leistungen heute waren akzeptabel, Schüler. Verbesserungsfähig, aber akzeptabel. Vielleicht kann ich eines Tages doch noch echte Krieger aus euch machen. Ach, ich glaube, die sind wir das erste Mal bei der Kriegerakademie, kann das sein? Jawohl, Rittmeisterin Frau von Zornig. Ihr habt euch angestrengt und seht aus, als könntet ihr alle eine Pause vertragen. Ist das richtig? Ja, Rittmeisterin Frau Zornig. Das könnte euch wohl so passen. Die Arbeit für einen Krieger endet nie. Nie weiß man, ob die letzte Schlacht schon geschlagen ist. Euren Feinden ist es egal, wie müde ihr seid. Glaubt ihr vielleicht, eine Gruppe Orks würde euch verschonen, nur weil ihr müde seid und mit schmerzenden Gliedern ins Bett fallen wollt? Nein, Rittmeisterin Frau Zornig. Ihr werdet jetzt ausscheidendes Kämpfe gegeneinander ausfechten. Danach werde ich von jedem 100 Liegestützen sehen. Jeder gewonnene Kampf erspart euch 10 Liegestütze. Sehr großzügig. Wer einen Kampf verliert, der ist raus. Wer einen Kampf gewinnt, der bleibt im Ring und wartet auf den nächsten Gegner. Jawohl, Frau Rittmeisterin, Frau von Zornig. Jin. Hier, Rittmeisterin, Frau von Zornig. In den Ring mit dir. Ja, Rittmeisterin, Frau von Zornig. Silisa. Hier, Rittmeisterin, Frau von Zornig. In den Ring mit dir. Jawohl, Rittmeisterin, Frau von Zornig. Ah, hat mir schon angezeigt. Oh, das heißt, wir spielen es tatsächlich auch mal als sie. Hier hat man also mittlerweile schon mehrere Protagonisten im Spiel, wie es mir scheint. Und, Moment. Und jeder davon scheint auch sein eigenes Inventar zu haben. Wunderbar. Für Götter, König und Vaterland. Für Götter, König und Vaterland. Viel Glück, Silisa. Die Aufstehen. Möge den Kampf gewinnen. Ich gönne den Sieg jeden, aber am meisten gönne ich es mir. Okay. Jetzt wird es Zeit. So, speziell. Ermutigen. Ergreifende Worte. Welche die Gefährten ermutigen? Ich habe keine Freunde, von daher. Zwingt den Gegner, diesen Charakter anzugreifen? Nee, kannst vergessen. Bringt ja eh nichts in dem Fall. Wenn ich alleine bin, ein Schlag mit dem Ellenbogen oder dem stumpfen Ende der Waffe. Kann ich ihn für einen großen Moment kampfunfähig machen? Ja, geil. Direkt mal ausnutzen. Sehr geil. Aber warum nur 8 Schaden? Das gefällt mir nicht. Das war Manöver speziell. Ja, gut, sonst hat es ja nichts. Normalangriff? Wie viel macht das? Ja, toll. Nochmal Normalangriff. Der macht ja wesentlich mehr Schaden. Ja gut, die eine Attacke ist ja nur dazu da, um zu betäuben. Ah, sehr schön, wieder ausgewichen. Nee, komm, das gilt nicht. So, speziell... Aber ich überlege gerade... Ach so, wenn sie sich selbst ermutigen kann? Ja klar, warum nicht? So, dann mal gucken, wie viel das jetzt macht. Ah ja, okay, das ist natürlich um einiges besser. Hä? Warum greife ich jetzt miteinander? Was soll das? Jawoll! Und jetzt! Komm! Aber. Ach Gott. Okay, das mit dem Teufel bringt nicht so viel. Ich glaube, ich bleibe bei Ermutigen. Das ist besser. Nee, aber mit dem wären wir doch fertig. Wir haben doch gelacht, wenn nicht hier. Nee, aber es ist mal interessant, auch einen Einblick in die Kriegerakademie zu sehen, weil sonst waren wir ja wirklich die ganze Zeit nur in der Magierakademie. Aber das ist hier wahrscheinlich eher nur so ein Nebenplot.
der Hauptplot, der wird ja wahrscheinlich sowieso immer in der Magieakademie spielen. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist es ja jetzt so, dass in diesem Storyabschnitt jetzt die Kriegerakademie dann der Hauptabschnitt ist. Aber gut, das werden wir ja dann gleich sehen. Ja, wunderbar. 100 XP, wunderbar. Geschick wurde um 2 erhöht, ja, sehr geil. Jin, du bist raus. Jawohl, Meister Frau. Dingsbums. Gunner. Hier, Rittmeisterin Frau von Zornig. In den Ring mit dir. Ja, Rittmeisterin Frau von Zornig. Für Götter, König und Vaterland. Für Götter, König und Vaterland. Mal gucken, ob ich dich lieber schaffe. Ich werde es hier nicht leicht machen. Ich möge den Kampf beginnen. Ich bin voll geheilt, das ist gut. Alles andere wäre auch unfair. Ja, aber ich greife, wie gesagt, nur nochmal an, weil ich finde, alles andere lohnt sich da irgendwie gar nicht so richtig. Wäre doch gelacht, wenn ich dieses Turnier nicht gewinne. Aber ich denke mal, wenn man hier verlieren würde, dann wäre das Ganze wahrscheinlich schon vorbei, ne? Ja, gut. Man würde dann wahrscheinlich auch einfach nur die XP nicht kriegen, aber storymäßig würde es wahrscheinlich, ja, nochmal weitergehen. Oh, sehr geil. Den habe ich gebraucht. Den Treffer. Na geil. Wieder 100 XP. Verteidigung wurde um 2 erhöht. Gunner, du bist raus. Jawohl, Rittmeisterin Frau Zornig. Freya. Hier, Rittmeisterin Frau von Zornig. In den Ring mit dir. Ja, Rittmeisterin Frau von Zornig. Für Götter, König und Vaterland. Bla bla bla. Wir kennen es doch schon. Mach dich auf deine Abhängung gefasst, Blondchen. Diesmal poliere ich dir die Fresse. Träum weiter, Miststück. Möge der Kampf beginnen. Die sind ja sehr respektvoll zueinander. Aber sie hat angefangen. Alles klar. Dann werde ich natürlich wieder mich selbst ermutigen, wenn mich das Spiel lässt. Ja, okay. Ja, so klappt das doch ganz gut, Mensch. Ihr habt alle keine Chance gegen mich. Einfach zu schlecht. So, 100 XP. Angriff um 2 erhöht. Freya, du bist raus. Jawohl, Rittmeisterin Frau von Zornig. Sonja, hier, Rittmeisterin Frau von Zornig. In der Ring mit dir. Ja, Rittmeisterin Frau von Zornig. Hä? Gerade ein bisschen komisch gegangen. Für Götter, König im Vaterland, wir können König im Vaterland. Wie steht's bislang zwischen uns? 3 zu 3? Ja, das ist deine Chance, in Führung zu gehen. Mach's mir nicht so leicht. Werde ich nicht. Möge der Kampf beginnen. Ja. Aber ihr habt natürlich alle keine Chance gegen mich, sehr klar. Klar wie Kloßbrühe. Also wenn ich in den ganzen Kritz lande, dann ist da sowieso schon alles gegessen. Oh, sie kann also den Angriff sogar senken. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber ich kann ihn auch direkt wieder erhöhen. Ja, das Problem ist, du kannst ihn direkt wieder senken. Aber, weißt du was ich kann? Ihn direkt wieder erhöhen. Ja gut, andererseits kann sie ihn direkt wieder... Nein, kann sie nicht, ha, weil er daneben gegangen ist. So, jetzt mache ich die fertig. Okay, du hast meinen Angriff versenkt, aber siehe da, ich kann ihn erhöhen. Richtig fertig hier. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Schon wieder 100 XP. Sonja, du bist raus! Warte mal. Was ist mit den Statuswerten? Werden die jetzt nicht erhöht? Jawohl, Rittmeister und Frau von Zornig. Glückwunsch. Celisa. Paka! Hier, Rittmeisterin Frau von Zornig. Ja. In den Ring mit dir. Ja, Rittmeisterin von Zornig. Aber ich bekomme Blondchen ihre Abreibung.
Ja, das werden wir ja mal sehen. Für Götter König und Vaterland, für Götter König und Vaterland, gib mir alles, was du hast. Wenn ich merke, dass du dich zurückhältst, stampfe ich dich im Boden, Zelisa. Ich gebe dir einen Kampf, den du so schnell nicht vergisst. Denn ich habe seit unserem letzten Kampf dazugelernt. Manöver einfacher Konter gelernt. Dann, das will ich hoffen. Ein Glück, dass ich das Kill jetzt noch spontan vor dem Kampf erlernt habe. So. Versuche ich ihn schon zu kontern. Entblößt aber gleichzeitig die eigentlich Schwachstelle. Nee, eigentlich nicht so geil. So, Special. Nee, Quatsch, Angriff. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, 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 oh. Der ist nicht ohne, der ist nicht ohne, der Mann. Ah. Ich glaube, da muss ich mich hier schon gleich heilen, fast. Gegenstand, kleiner Leitring, aber ganz schnell. Ah, Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mal zählen, wie lange der quasi braucht, um wieder seinen Superangriff einzusetzen. Sonst glaube ich, erste Runde. Okay, ich glaube, alle drei kann das sein. Also jede dritte Runde. Oh nein. Wag es ja nicht, wag es ja nicht. Du räudiger Hund. Aber ich könnte doch auch den Sturmschlag erstmal einsetzen. Genau, also schon mal ein bisschen betäubt. Und dann könnte ich nochmal. Nee, könnte ich nicht. Könnte ich aber mich selbst ermutigen. So, dann könnte ich normal angreifen. Jawohl. Okay, hat jetzt auch nicht so viel gebracht, leider. Na. Nein, das greift nicht so oft miteinander an. Was soll das? Soll die Kake. So, also ich will mal dringend heilen. Hm, soll ich es fangen? Soll ich es nicht fangen? Komm, ich ermutige mich nochmal. Ah. Kleiner Heiltrank, schnell, bevor es zu spät ist. Aua, was war das denn? So, ich muss mich dringend nochmal ermutigen. Und jetzt muss ich ja treffen, weil sonst war's das. Oh, oh, sehr gut, sehr gut. Das war eine Chance. Sehr geil. 150 XP. Der war schon ziemlich fordernd, der Kampf. Packer, du bist raus. Jawohl, Rittmeisterin von Zorin, gut gekämpft, Zelisa. Hallo? Ausgezeichnet, Zelisa, du kannst jetzt mit deinem 50-Ding-Schütze anfangen. Jawohl, Rittmeisterin Frau von Zornig. Hm, lief doch ganz gut.